Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 27. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Und das ist nichts anderes als die Bewegung unserer Sonne, die gesamte Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren. Und jetzt leben wir in Wassermann-Zeitalter. Das hängt damit zusammen. Und das wird in indischen Berechnung berücksichtigt. Auch die Maya-Kalender basiert drauf. Ich habe gestern eine Aufnahme gemacht über die Portaltag. Das geht in die Maya-Kalender zurück. Also das hängt alles zusammen. Aber nicht wundern bei dieser Berechnung, so wie die indische Astrologie das berechnet, die Horoskopen, dass das anderes ist. Und wenn ich sage, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, das ist anderes als im westlichen Horoskop. Es gibt diesen Unterschied. In diesem Bild erscheint erstmal Ganesha und Ganesha hilft immer bei Neuanfang, auch wenn ein neuer Tag beginnt. Ganesha herrscht über die Astrologie. Und dann die vier Elemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement, Wasserelement. Und die Tierkreis zeichnen, die die einzelnen Elemente vertreten. Wieder Löwe, Schütze, Feuerelement. Steinbock, Stier, Jungfrau, Erdeelement. Waage, Wassermann, Zwillinge, Luftelement. Krebs, Skorpion, Fische, Wasserelement. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In indischen Mythologie heißt Suraya. Also Suraya ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Und Suraya zeigt hier die Monatsthemen. Ein Monat lang ist die Sonne im Steinbock. Die Steinbock vermittelt Ernsthaftigkeit, Bodenständigkeit, Zielsetzung, Geduld, Ausdauer. Und das ist eine bewegliche Tierkreiszeichen, anderes wie in westlichen Astrologie. Also hier kommt einiges in Bewegung, aber wir sollen Ziele setzen und die Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Waage. Waage ist auch beweglich. Also die Mondenergie setzt auch einiges in Bewegung. Kommt dazu die Leichtigkeit. Das ist die Luftelement und die Thema, was Mond gerade aktiviert, das ist Thema inneren Gleichgewicht, Thema wie Gerechtigkeit und Partnerschaft. Mond hat mehrere Namen in indischen, wie zum Beispiel Chandra, aber Soma ist auch ein Name für Mond. Agni ist der Feuergott, steht mit Mars in Verbindung. Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Und damit wir in Kraft bleiben, weil Mars ist auch die Kraft und das haben wir Frauen auch, brauchen wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht.
Agni oder Mars, diese Mars-Energie zeigt aber auch die männlichen Personen. Und sie haben jetzt gerade wichtige Themen, was mit ihren Gefühlen was zu tun hat. Aber Wasserelement symbolisiert auch das Unbewusste, also ihre Träume, ihre Visionen, die Unbewussten, das sind wichtige Themen bei den männlichen Personen. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit 1D geschrieben. Mit 2D bedeutet schon die Erläuterung, die Erläuternde. Aber ich habe kein anderes Bild für Merkur, also deswegen nehme ich dieses Bild, diese Karte. Merkur befindet sich auch im Steinbock. Und das ist sehr wichtig, das ansprechen, was wir als Ziel setzen, auf den Wesentlichen konzentrieren. Natürlich mit diesem Steinbock Merkur ist schwierig, über Gefühle zu sprechen. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit und das bedeutet Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Jupiter vergrößert auch etwas, zeigt auch unsere Größe, unsere Werte. Jupiter steht in Verbindung zum Indra. Und Indra oder Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion bedeutet eine Wandlung, eine Art Transformation und im Wasserelement, im Gefühlsebenen. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, sollen wir die Situation auch beherrschen und nicht gleich wütend zu sein. Oder wenn das um unsere eigenen Größe handelt, dann sollen wir diesem Größen auch bewusst sein. Wir brauchen dieses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Venus ist eine weibliche Energie und verkörpert Schönheit, Kreativität und Harmonie, aber auch Liebe. Venus ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Venus befindet sich auch in Skorpion, Lakshmi. So erscheint in indischen Mythologie Venus, Lakshmi in Skorpion. Das bedeutet, dass wir Frauen haben gerade eine Veränderung, einen Transformationsprozess. Aber die Tierkreiszeichen Skorpion ist auch die Sexualenergie. Und damit sollen wir auch bewusst sein, dass momentan entweder ist das die Ausstrahlung, erotische Ausstrahlung, oder ist ein Hinweis, wie wichtig das ist, die Sexualität leben, weil das macht die Partnerschaft gerade lebendig. Saturn belehrt uns. Saturn ist der Planet, der Schicksal und hütet. Die Akasha-Chronik hat mit unserem Karma auch etwas zu tun. Saturn belehrt uns, aber kann uns ganz schön einschränken. Skandal steht mit Saturn in Verbindung und Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Wenn wir die Elemente betrachten, Feuer, Erde, Luft und Wasser, sehen wir, dass die Elemente alle besetzt sind. Wasserelement ist betont,
Wobei Sonne hat auch eine sehr starke Wirkung. Also ich könnte auch die Erde-Element und Luftelement durch die Mondenergie, natürlich wird auch im heutigen Tag sehr präsent sein. Wo wir Lernaufgabe haben, das ist die Feuerelement. Die Lernaufgabe besteht daran, dass wir nicht stürmisch vorangehen und etwas überstürzen. Oder kann auch bedeuten, wenn uns etwas begeistert, dann sollen wir die Chancenmöglichkeiten nicht einschlafen, sondern aktiv zu sein. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und dieses Mondhaus vermittelt uns etwas Wichtiges. Heute brauchen wir die inneren Gleichgewicht. Mond steht im Balancepunkt und das bedeutet die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei Römer verehrt und das bedeutet die Weizenehre der Jungfrau, aber wirkt in diesem Bereich auch, wo Waage ist, also im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und das bedeutet Ernte. All das, was wir gerade beginnen, das trägt Früchte. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus befindet sich im Widder. Neptun befindet sich in Wassermann. Und Pluto befindet sich im Schütze. Und jetzt die Verbindungen. Mond und Merkur steht in einer Verbindung. Mond in Tierkreiszeichen Waage, Merkur in Tierkreiszeichen Steinbock, entsteht hier eine Spannung. Mond symbolisiert die Gefühle oder Mutterthemen. Es ist schwierig, gerade über Gefühle zu sprechen, oder haben wir Spannung zwischen Mutter und Kind. Venus steht in einer sehr schönen Verbindung zum Pluto. Venus und Pluto Verbindung, das sind benachbarte Tierkreiszeichen Skorpion und Schütze und die unterstützen sie sich gegenseitig. Das heißt, dass wir Frauen bekommen wir von außen die Unterstützung, was uns innerlich stärkt. Aber nicht vergessen, Pluto ist auch die Sexualenergie. Das ist gerade sehr ausgeprägt. Mond steht in Verbindung zum Uranus. Mond und Uranus, und sie sind gegenüber. Mond im Waage, Uranus im Widder. Und diese gegenüberliegende Position bedeutet, die Gleichgewicht halten. Das ist wie eine Waage, das darf nicht umkippen, sonst verlieren wir die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Was löst Uranus aus? Unerwartete Ereignisse. Also wir können damit rechnen, dass etwas Unerwartetes kommt und entweder ziehen wir zurück, weil wir trauen das nicht zu, etwas Neues zum Starten, oder kommt eine gewisse Unruhe im heutigen Tag und wir neigen dazu, diese inneren Balance zu verlieren. Und das ist sehr, sehr wichtig, heute im inneren Gleichgewicht bleiben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun.
Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.